Jagen, um zu fressen, ist eine alltägliche Beschäftigung für Raubtiere. Wenn sie nicht fressen, sterben sie. Manche Tötungen gehen schnell und glatt. Andere sind langsam und grausam. Hast du schon einmal einen Nerz in Aktion gesehen? Was ist mit einem Hermelin? Wenn du Zeuge einer grausamen Jagd werden willst, bist du hier genau richtig. Denn wir zählen 15 grausame Momente auf, in denen Raubtiere ihre Beute zur Strecke bringen. Nummer 15. Schakale. Schakale sind nicht groß, aber sie sind mutig. Das zeigt dieser Schakal in diesem Video, als er nicht zögert, ein junges Kudu-Kalb vor den Augen der ganzen Herde anzugreifen. Es scheint, als wollten die Erwachsenen eingreifen, aber keiner von ihnen tut etwas. Entweder sie sind zu feige oder einfach nur ängstlich. Als jedoch eine Hyäne vorbeikommt, um zu sehen, was es mit dem ganzen Tumult auf sich hat, zerstreut sich die ganze Herde und der Schakal kann nichts weiter tun, als zuzusehen, wie die Hyäne das junge Kudu in Stücke reißt. Der Schakal versucht, sich mit der Beute davonzuschleichen, aber die Hyäne stellt sicher, dass er das nicht schafft und jagt den Schakal davon. Die Herde sieht aus der Ferne zu, wie die Hyäne das Kudu-Kalb tötet. Um sich vor Raubtieren zu schützen, verbringen Gazellenbabys den Großteil ihrer ersten Lebenswochen damit, sich im Gebüsch zu verstecken. Eine nahegelegene Schakalbande entdeckte das Kitz und hat es bei dieser Gelegenheit gefangen und gefressen. An diesem Ort sind Schakale die Hauptfeinde für junge Gazellenkitze und Schakaljagden wie diese sind keine Seltenheit. Allerdings laufen Schakale oft direkt an einem Kitz vorbei, ohne es zu bemerken. Das Kitz hatte in diesem Fall nicht so viel Glück. Sobald sie laufen können, werden junge Schakale und Hyänen von anderen Raubtieren angegriffen. Hyänen können sogar ausgewachsene Schakale überholen. Diese Hyäne bemerkt ein hilfloses Schakaljunges. Aber die Jungtiere werden von Erwachsenen begleitet. Das eintreffende Rudel ist ständig auf der Suche nach anderen. Die Hyäne muss sich dem Zorn der gesamten Schakalfamilie stellen. Fast 4 Monate nach der Geburt sind Schakalwelpen am verwundbarsten für Raubtiere. Die Schakale greifen von hinten an, denn die Kiefer der Hyänen können eine Bowlingkugel zerschmettern. Die Hyäne wird von der Mutter der Schakaljungen abgelenkt, aber die Hyäne schnappt sich trotzdem die Kehle des Welpen. Die Schakale müssen schnell handeln, denn eine zweite Hyäne nähert sich und will das Jungtier verschlingen. Der Angreifer lässt sich von den 4 wütenden Schakalen nicht abschrecken. Der geschundene Hund versucht zu fliehen, aber er ist viel zu langsam. Als die zweite Hyäne auftaucht, stellt sich nicht mehr die Frage, ob der Welpe überleben wird, sondern wer ihn bekommen wird. Selbst als 4 weitere Hyänen auftauchen, sind die Beziehungen der Schakalfamilie stark und sie werden die ihren nicht im Stich lassen. Die Schakalfamilie gibt sich alle Mühe, aber die Hyänen haben heute die Oberhand. Nummer 14. Reiher. Diese Schlange krallt sich an diesem Reiher fest, aber der Reiher piekt immer wieder nach der Schlange, um sie genug zu verletzen, damit die Schlange loslässt. Aber das tut sie nicht. Als der Reiher jedoch stärker zuschlägt und die Schlange so sehr beißt, dass Blut fließt, lässt die Schlange los und schwimmt davon. Dieser Reiher findet eine Schlange auf dem Weg, also warum nicht einen Snack mitnehmen, wenn sie gerade verfügbar ist? Es scheint, als wüssten Reiher, was sie tun, wenn es um die Jagd auf Schlangen geht. Viele Vögel sind sehr geschickt bei der Schlangenjagd und der Blaureiher ist einer von ihnen. Du kannst sehen, wie dieser Reiher eine Schlange genießt, nachdem er sie leicht erlegt hat. Nummer 13. Oktopus greift Muräne an. Diese Krake schützt sich, indem sie den Aal mit den Tentakeln packt und dann eine Tintenwolke ausstößt, um ihm die Flucht zu erleichtern. Der Aal beißt ein Segment des Tentakels der Krake ab. Ein Oktopus kann einen Tentakel verlieren und ihn später einfach wiedergewinnen, ohne sich ernsthaft zu verletzen. Jetzt, wo der Oktopus nicht mehr da ist, sucht sich der Aal ein neues Opfer. Die 8-beinige Muschel scheint die Muräne in ihre Höhle zu zehren, denn die Muräne schwamm zufällig in ihr Revier. Der Oktopus wird von der Muräne geschnappt und mit Gewalt zu sich gezogen. Da die Krake nicht viel zu tun scheint, bin ich mir nicht sicher, wie das Ganze enden wird. Eine Muräne greift eine Krake an und kaut auf ihr herum. Nach ein paar Sekunden verschluckt die Muräne die Krake. Nummer 12. Hermelin gegen Kaninchen. In der englischen Landschaft steht dieser Hermelin einem Gegner gegenüber, der 10-mal so groß ist wie er. Es ist viel zu riskant, sich auf ihn zu stürzen. Stattdessen ist es das Ziel des Hermelins, das Kaninchen zu erschöpfen. Das Kaninchen wird müde und die Ausdauer des Hermelins beginnt sich zu zeigen. Doch die Ausdauer reicht nicht aus, denn das Kaninchen muss noch besiegt werden. Ein Schlag in den Nacken und es ist tot. Die erstaunliche Gewandtheit des Hermelins, die er schon als Jungtier trainiert hatte, reicht gerade aus, um den Ausschlag zu geben. Wenn ein Hermelin nicht in der Lage ist, ein Kaninchen zu fangen, vollführt er ein paar Tanzschritte. Die Beute des Hermelins ist wie hypnotisiert von all den Sprüngen und Windungen, bis der Hermelin den tödlichen Schlag ausführen kann. Der Hermelin hat sich ein Kaninchen geschnappt, aber das Kaninchen kämpft um sein Leben. Die beiden rangeln und streiten sich, aber das Kaninchen gibt schließlich auf. Der Hermelin kehrt mit seiner Beute in den Bau zurück, um seine Jungen zu füttern. Es kann vorkommen, dass ein junger Hermelin seinen Kopf aus dem Bau steckt, um zu sehen, was draußen vor sich geht.
Nummer 11. Schimpanse gegen Pavian. Wenn sie ihre Kernzone verlassen, signalisieren ihre Rufe den Beginn eines Überfalls auf das Land ihrer Nachbarn. Wenn Anzeichen des Feindes entdeckt werden, schweigt die Patrouille für einen Moment, um zu lauschen. Die Schimpansenmiliz ist kurz davor, ihr Gebiet zu verlieren. Deshalb müssen alle wachsam sein. Sie müssen geduldig sein und aufpassen. Die Unruhe wird durch einen seltsamen Schimpansenruf noch verstärkt. Es ist eine angespannte Zeit, denn die Größe der konkurrierenden Parteien ist zu diesem Zeitpunkt unbekannt. Ihre Nachbarn essen gerade Feigen von einem Baum in der Nähe und wissen nichts von dem bevorstehenden Schrecken. Zielstrebig zieht die Patrouille weiter. Sie müssen unglaublich leise sein, bis sie sich ihrem Gegner genähert haben. Um ihren Gegner in Angst und Schrecken zu versetzen, haben sie einen Angriff gestartet. Mehrere Männchen drängen ein gegnerisches Weibchen in die Enge, was zu heftigem Geschrei und Drama führt. Es ist ein brutaler Angriff und sie hat Glück, dass sie noch lebt. Andere hingegen haben nicht so viel Glück. Wenn ein feindliches Jungtier gefangen und erschlagen wird, nachdem der Krieg gewonnen wurde, kommt es zu einer grausamen Szene. Die Clanmitglieder teilen sich den Kadaver. Ein Pavian belästigt die beiden Schimpansen und einer von ihnen sucht Schutz bei einem anderen. Selbst als der Pavian von einem stärkeren Schimpansen angegriffen wird, greift der Pavian den schwächeren Schimpansen an. Schließlich vertreibt der stärkere Schimpanse den Pavian endgültig. Dieser Schimpanse hat mehrere junge Pavian entdeckt, mit denen er spielen will. Eine solche Nähe mit Necken und Lachen ist in freier Wildbahn zwischen so unterschiedlichen Tieren eher selten. Die Mutter des Schimpansen ist nicht überfürsorglich, aber sie hat ein Auge auf ihr Kind, falls es Unfug macht, was es anscheinend unbedingt tun will. Er hat sich einen riesigen Affen ausgesucht, der sich weigert, an dem Spiel teilzunehmen. Für die Mutter ist das ausreichend. Sie ruft ihren Ältesten, der den Riesenpavian quält, nachdem sie ihren Jüngsten abgeholt hat. Die Mutter verscheucht den Pavian mit einem gut gezielten Stein. Der wütende Pavian taucht ein paar Minuten später wieder auf und greift eine junge Mutter an. Der Pavian merkt zweifelslos, dass dieses Weibchen nicht das Vertrauen der anderen Mutter hat und quält sie weiter. Schließlich gelingt es ihr, den Affen zu verjagen. Nummer 10. Büffel gegen Löwe. Auf diesem Bild befindet sich der Löwe in einer kompromittierten Position, da einer der Büffel seine Hörner direkt auf den Hintern der Katze richtet. Ein solcher Angriff auf einen Büffel kann gesundheitsgefährdend sein, aber dieser Löwe hat das wohl nicht mitbekommen. Wenn Löwen sich dazu entschließen, einen Büffel anzugreifen, kann es in beide Richtungen gehen. Manchmal gelingt es den Löwen, die Tiere zu erlegen und manchmal können die Büffel entkommen. Die Löwen haben getötet, aber die gesamte Herde nähert sich dem Tatort. Und wenn es ein Tier gibt, das Vergeltung übt, wenn einer der eigenen Artgenossen getötet wurde, vor allem von Löwen, dann ist es ein Kaffernbüffel. Wenn die Herde zusammenbleibt und sich den Löwen frontal stellt, sind sie immer im Vorteil. Aber sobald sich einer oder mehrere von ihnen umdrehen und weglaufen, sind sie extrem verwundbar und dann schlägt das Rudel zu. Diese zwei Löwen versuchen einen Büffel zu erlegen, aber der Büffel dreht sich ständig um, um die Großkatze loszuwerden. Es funktioniert fast, aber die Löwen schaffen es, ihn zu erlegen. Sobald die Büffel auf dem Boden liegen, verlieren sie ihren Vorteil und dann wird es schwierig zu entkommen. Aber dieser Büffel schafft es, wieder aufzustehen und sich zu befreien. Wow, das war unerwartet. Ich meine, er ist verletzt, aber er hat einen heftigen Angriff überlebt. Du kannst sehen, wie er humpelt, während er davonläuft. Ich vermute, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis ein anderes Raubtier auf das verletzte Tier zu schießen beginnt. Diese Löwen warten auf einen günstigen Zeitpunkt, um diesen einsamen Büffel anzugreifen. Der Büffel scheint nicht beunruhigt zu sein und das liegt daran, dass er nicht alleine ist. Die gesamte Herde ist direkt hinter ihm. Als sich die Katzen in Bewegung setzen, tut dies auch die Herde. Aber ein paar klügere Büffel beschließen, sich umzudrehen und sich den Löwen zu stellen. Es geht immer wieder hin und her, bis die Büffel sich behaupten und die Löwen zwingen, sich hinzulegen und zu warten. Nummer 9. Leopardenrobbe. Eines der tödlichsten Raubtiere der Antarktis ist die Seeleopardenrobbe. Wenn die Robbe ihr Maul öffnet, kannst du sehen, wie groß ihre Zähne sind. Kaiserpinguine kehren aus dem Wasser zurück, um ihre Jungen zu füttern. Und es spielen sich dramatische Ereignisse ab, wenn sie am Rande des antarktischen Meereises zögern, wenn sich eine Leopardenrobbe nähert. Weil die Pinguine fressen müssen, haben sie keine andere Wahl, als zu tauchen und zu riskieren, von den Leopardenrobben angegriffen zu werden. Je früher in der Saison das Meereis schmilzt, desto schwieriger wird es zu schwimmen, um den Raubtieren zu entgehen. Wie man an dieser Leopardenrobbe sehen kann, die diesen Pinguin verfolgt. Wird der Pinguin seine gefährliche Reise in die Freiheit überstehen? Die Robbe scheint sich einen Spaß daraus zu machen, den Pinguin zu ärgern. Der Pinguin sitzt da und schreit die Robbe an, die dann aus irgendeinem Grund ins Wasser zurückkehrt. Was ist da genau passiert? Ich bin ratlos. Vielleicht sind sie ja Bekannte. Nummer 8. Löwe greift Gnu an. Diese Gnus mussten ein furchtbares Schlammloch durchqueren. Das Beste daran ist, dass auf der anderen Seite Löwen auf sie warten und ein unglückliches Gnu gefangen und getötet wird. Es wehrt sich und der Löwe tut alles, um es zu Fall zu bringen. Aber es weigert sich loszulassen und der Löwe tötet es, nachdem er es viele Minuten lang heruntergezogen hat.
Diese Löwen lauert einem Gnu auf, als die Herde den Fluss überquert, in der Hoffnung, den Krokodilen zu entkommen und die andere Seite zu erreichen. Das Gnu wehrt sich und versucht, sich aus dem Griff der Großkatze zu befreien. Aber es ist nicht so leicht. Der Rest des Rudels kommt an, als das Gnu auf dem Boden zusammenbricht. Diese beiden Löwen haben ein Gnu gefangen und versuchen, es zu Fall zu bringen. Das Gnu wehrt sich, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Löwen es töten. Selbst am Boden kämpft das Gnu um sein Überleben. Nummer 7. Nerze greifen an. Dieser Nerz lässt der Ratte keine Chance, denn er beißt sie an den Hals und würgt sie zu Tode, genau wie die Großkatzen es tun. Dieser Nerz geht schwimmen, aber nur um auf die andere Seite zu kommen, denn dort läuft eine riesige Ratte herum. Sobald der Nerz sein Ziel erreicht hat, springt er die Ratte an. Die Ratte wehrt sich und nimmt den Kampf mit ins Wasser, aber der Nerz ist unerbittlich und zerrt die Ratte aus dem Wasser, um sie zu vertilgen. Luchse sind mittelgroße Katzen und als der Luchs ein Nerz jagt, rennt der Nerz weg, bis der Luchs ihn einholt. Dann geht der Nerz auf den Luchs los und erschreckt ihn. Ein verrückter Kampf entbrennt und die Katze kommt mit diesem verrückten Nerz nicht davon. Der Nerz ist unglaublich widerstandsfähig und nachdem er den verwirrten Luchs angeschrien hat, flieht der Nerz. Dieser Nerz dringt auf der Suche nach Futter in eine Hühnerkoppel ein. Offenbar konnte er im Laufe der Zeit Dutzende von Hühnern töten. In dem Hühnerstall befinden sich auch einige Gänse, die versuchen, den Nerz zu vertreiben. Es scheint zu funktionieren, bis der Nerz von der anderen Seite zurückkommt und sich ein kleines Huhn schnappt. Die Gänse sind alarmiert, aber es ist schon zu spät. Nummer 6. Wildhunde gegen Gnus. Ein Gnu ist genug für Wildhunde. Die perfekte Beute. Die Taktik, die sie anwenden, ist, das Gnu zum Laufen zu bringen, damit es müde wird. Wenn die Gnus rennen, sind die Raubtiere im Vorteil, aber sobald sie langsamer werden und stehen bleiben, verringert sich der Vorteil der Wildhunde. Die Hunde sind nun mit einer Verteidigungslinie aus Spitzenhörnern konfrontiert. Doch die Gnus finden nicht immer den Mut, stehen zu bleiben und sich den Wildhunden zu stellen. Deshalb rennen Gnus und die Jagd geht weiter. Die Gnus sind stark, aber die Hunde haben eine große Ausdauer. Sowohl Raubtier als auch Beute laufen in diesem Fall mit einer Geschwindigkeit von über 50 km pro Stunde. Die Hunde können diese Geschwindigkeit über einige Kilometer halten, aber die Gnus haben diese Ausdauer nicht. Ein Gnu trennt sich von der Herde und zwei weitere tun dasselbe. Aufgrund mangelnder Erfahrung weiß das Rudel nicht, wie es reagieren soll, wenn sie damit konfrontiert werden. Sie treiben die Gnus in verschiedene Richtungen, während die Mutter und ihr Junges weiterlaufen. Die anderen bleiben stehen, angelockt von einer leichteren Beute. Das ist ein Fehler. Wie ein Tier mit zwei Köpfen verteidigen sich die beiden Gnus an allen Fronten. In dieser Position kann das Rudel nicht viel ausrichten. Weiter draußen verfolgt die Hündin immer noch zwei andere Gnus. Eines der Gnus macht eine Kehrtwende, also konzentriert sie sich auf das letzte. Sie braucht Hilfe und der Rest des Rudels erkennt, dass es sinnlos ist, zu versuchen, etwas aus den beiden herauszuholen und eilt zurück, um der Hündin zu helfen. Die Jungtiere müssen nun die Mutter einholen, um ihr mit dem letzten Gnu zu helfen. Alleine wird sie das nicht schaffen können. Das Gnu scheint trotzig zu sein und dem Hund zu zeigen, dass es zu groß für sie ist. Aber es kommt Verstärkung und das Spiel ändert sich. Als einer der Hunde müde ist, ersetzt ihn ein anderer bei der Jagd. Sie sind jetzt zahlreich genug, um das Gnu anzugreifen. Sie zielen auf die Beine und riskieren, ins Gesicht getreten zu werden. Aber das ist die effizienteste Taktik. Nach 20 Minuten ist das Gnu erschöpft und die Hunde holen es ein. Sie müssen es nur noch zur Strecke bringen. Die Jagd im Rudel ermöglicht es den Hunden, Beutetiere zu töten, die 10-mal größer sind als sie selbst. Der einzige Nachteil ist, dass sie die Mahlzeit teilen müssen und am nächsten Tag erneut auf die Jagd gehen müssen. In der afrikanischen Savanne ist Teamwork und Ausdauer Teil einer Erfolgsformel. Diese Wildhunde haben es geschafft, ein kleineres Gnu zu schnappen. Aber das ganze Geschehen spielt sich hinter den Büschen ab. Wir können hören, wie das Gnu um Hilfe brüllt. Aber es ist schwer, etwas zu sehen, bis die Kamera sich bewegt und wir eine Horde von Hunden sehen, die sich auf das arme Opfer stürzen, dessen Leben offensichtlich kurz vor dem Ende steht. Wir können nur hoffen, dass das Tier nicht gelitten hat. Aber so wie es aussieht, besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass es doch gelitten hat. Nummer 5. Bärenangriffe. Dieser Schwarzbär hat ein Elchkalb erwischt und beißt es. Du kannst hören, wie der Elch vor Schmerz aufbrüllt. Als der Bär seine Mutter in der Nähe hört, lässt er das Kalb los und entfernt sich. Die Mutter nähert sich der Szene und ruft nach ihrem Kalb. Der Bär stürzt sich wieder auf das Kalb. Die Mutter kommt nicht zu Hilfe und der Bär tötet das Kalb. Ein großer Grizzlybär jagt einen Elchbullen im Yellowstone River. Der Grizzly schafft es nach wenigen Minuten, den Balgelch zu erlegen. Aber es dauert etwa eine halbe Stunde, bis er ihn auf die andere Seite des Flusses umgelenkt und am Ostufer, etwa 100 Meter flussabwärts vom Nordende des Flusses, gesichert hat. Dieser Bär versucht, eine Kuh zur Strecke zu bringen, aber die Kuh schafft es, mit dem Bären auf dem Rücken zu fliehen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Kuh diese Kadenz beibehalten kann, wenn der Bär ihr auf den Rücken beißt, aber sie macht dem Bären das Leben schwer. Nummer 4. Fischerjagd.
In einer Winternacht rennt ein Fisch an einen Hinterhof und kreist einen Opossum an. Das Opossum ist viel kleiner als der Angler und als der Angler angreift, weiß das Opossum nicht, was es tun soll, außer sich vor Angst zusammenzurollen. Der Angler tötet das Opossum ohne ein Problem. Einer der Hennen dieses Mannes wurde durch den Angriff der Fischerkatze erfolgreich getötet. Es ist unglaublich zu sehen, wie raffiniert er ist. Ein paar Sekunden nach Beginn des Clips erscheint er außerhalb des Hühnerstalls auf der linken Seite des Bildschirms. Dann siehst du, wie er sich durch die Bäume schlängelt und sich dem Opfer nähert, wobei er ab und zu innehält, bevor er zum Angriff ansetzt. Eine unglaubliche Bestie. Dieser Fischer jagt ein Eichhörnchen um einen Baum herum und obwohl das Eichhörnchen ziemlich schnell ist, kann der Fischer es fangen. Wenn das geschafft ist, muss der Fischer das Eichhörnchen nur noch töten. Und das ist der einfache Teil. Dieser Fischer erkundet die Gegend, wenn er hoch oben auf dem Baum sitzt. Er erspäht einen Fuchs und macht sich auf die Suche nach ihm. Der Fuchs ist ungefähr so groß wie der Fischer, also ist die Jagd kein Spaziergang für den Fischer. Und der Fuchs entkommt schließlich. Nummer 3. Krokodil greift Löwe an. Beobachte, wie diese zwei männlichen Löwen diesen Fluss überqueren, als ein Krokodil ihnen auflauert. Die Löwen haben Angst vor der Überquerung, aber sie gehen trotzdem weiter. Im Wasser sind sie zwar anfälliger für einen Krokodilangriff, aber sie sind auch viel zäher zu töten als ein Zebra oder eine Antilope. Das Krokodil will sie töten, aber die Löwen wehren sich und kommen ungeschoren davon. Im Wasser hat ein Krokodil eine gute Chance, einen Löwen zu töten. Wenn es den ersten Biss bekommt und genug Krokodile in der Nähe sind, um es schnell in Stücke zu reißen, ist es ein ziemlich einfacher Kampf. An Land sieht die Sache allerdings ganz anders aus. Und das Krokodil weiß, wie stark Löwen sind, wenn sie auf festem Boden stehen. Nummer 2. Löwe greift Zebra an. Löwen haben ein ausgezeichnetes Sehvermögen und lassen sich selbst vom hellsten Sonnenlicht nicht blenden. Sie können bei schwachem Licht 6-mal so gut sehen wie Menschen. Außerdem können sie ihre Beute aus einer Entfernung von mehreren Kilometern hören und dank ihrer ausgeprägten Geruchssinne feststellen, wann die Beute vorbeikommen wird. Löwen sind in der Lage, eine Beute zu jagen, die mehr als doppelt so groß ist wie sie selbst. Ein ausgewachsenes Zebra kann etwa eine halbe Tonne wiegen und der Kiefer eines Löwen kann mit einem einzigen Huftritt gebrochen werden. Der Löwe ist kein Marathonläufer, sondern ein Sprinter. Sie können für ein paar Sekunden eine Geschwindigkeit von 56,3 Kilometern pro Stunde erreichen und arbeiten deshalb zusammen, um ihre Beute aus mehreren Winkeln anzugreifen. Zebras lernen, Abstand zu halten, aber eines wird das erste Gesetz des Busches brechen, nämlich immer bei der Gruppe zu bleiben. Während der Rest des Teams das Opfer an der Flucht hindert, versetzt der Löwe ihm einen klassischen Todesstoß, der die Luftröhre zerschmettert. Ein Löwe tötet dieses Zebrafohlen nach nur wenigen Minuten auf dem Boden. Er wurde auf die Erde gebracht und bat darum, sofort wieder hochgebeamt zu werden, was auch geschehen sollte. Es hat zwar ein bisschen wehgetan, aber wenigstens ist er wieder da, wo er angefangen hat und hat einen Blick auf die Erde geworfen. Bei einem Angriff auf das Zebra nimmt die Löwin einen Vorsprung von 91 Metern ein, was dazu führt, dass sie sich im Sommersprung über das Zebra stößt und sich auf dessen Rücken überschlägt, bevor sie zu Boden stürzt. Die anderen Mitglieder des Rudels helfen bei der Erlegung, sobald das Zebra gefangen ist. Während sie auf ihr Abendbrot warten, amüsieren sich die Jungtiere. Nachdem er ein Zebra erlegt hat, ruht sich dieser Löwe eine Weile aus, bevor er weiter frisst. Die Jagd ist anstrengend und Löwen müssen sich nach einer besonders schwierigen Jagd ausruhen. Nummer 1. Graue Wölfe gegen Elche. Diese Wölfe haben diesen massiven Elch eingekreist, aber es wird nicht leicht für sie. Wölfe jagen in Rudeln und arbeiten zusammen. Und du kannst in diesem Clip sehen, wie sie sich bemühen, ihre Beute zu isolieren, um sie zu Boden zu bringen, wie diesen Elch hier. Diese Verfolgungsjagd ist unglaublich. Die Wölfe holen den Elch in dieser Draufsicht fast ein. Aber der Elch ist schlau und sucht Schutz im Fluss, wo die Wölfe wegen des brüchigen Eises nicht hingehen können. Also müssen sie wohl warten. Mitten im Fluss greift ein Grauwolf einen Elch an. Während der Wolf versucht, zu ihm zu gelangen, bleibt der Elch einfach stehen. Ich bin mir nicht sicher, warum der Elch nicht flieht, wenn der Wolf die größte Mühe hat, ins Wasser zu gelangen. Der Elch hat genug Zeit zu fliehen, aber das tut er nicht. Die Strömung reißt den Wolf vom Elch weg, wenn er ins Wasser springt. Also springt er heraus und sieht zu, wie der Elch von der Strömung weggetragen wird. Bye bye Futter. Diese Wölfe sind auf der Pirsch und verfolgen eine Elchherde. Die Jagd wird wegen des starken Schnees eine Herausforderung sein. Daher wird die Jagd wahrscheinlich langwierig und schwierig sein. Zwei der Tiere werden von den Wölfen isoliert und eines wird den Berg hinuntergejagt, aber es sieht so aus, als würde der Hirsch entkommen. Einige dieser Jagden sind furchtbar anzusehen, aber die Tiere müssen fressen, um zu überleben. Mein Favorit ist der Nerz, der sich gegen den Rotluchs verteidigt. Ich fand die Reaktion des Luchses toll, als der Nerz weglief. Welches war dein Favorit? Verrat es uns doch in den Kommentaren unten. Das war unser Countdown der 15 schrecklichsten Momente, in denen Raubtiere ihre Beute zur Strecke bringen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du uns
unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.